bin Lena. Und ich bin Kolja. Und wir beide machen ein freiwilliges soziales Jahr bei der GPS Wilhelmshaven. Unsere Tätigkeiten sind sehr breit gefächert. Also wir haben einerseits pädagogische Tätigkeiten, wo wir mit den Schülern, Kindern oder auch mit den Erwachsenen zusammenarbeiten, wo wir sie fördern und im Alltag begleiten. Und des Weiteren haben wir halt auch eben hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Das beginnt dann meistens morgens damit, dass wir den Teewagen decken oder dass wir auch mal in der Küche aushelfen. Dann haben wir natürlich auch die pflegerischen Tätigkeiten, zum Beispiel beim Essen begleiten, Sachen wie Zähneputzen oder auch jemanden zu pflegen auf der Pflegeliege, jemanden zu liften. Der Alltag ist immer sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Dadurch, dass wir einfach so viele Menschen sind, können wir eben nicht das Verhalten prognostizieren. Beispielsweise spielen wir auch mal mit den Kindern. Ja, so lernt man sich einfach nochmal anders kennen und kommt in einen anderen Austausch. Andererseits haben wir ja zum Beispiel auch den Ruheraum, wo wir mit den Klienten reingehen können, nachdem sie Sport gemacht haben oder einfach, um die mal aus der Situation rauszubringen, um runterzukommen. Die Besonderheit ist definitiv die Arbeit mit den Menschen und an den Klienten dran, da es sich um eine ganz spezielle gesellschaftliche Gruppe handelt, die einfach nicht genügend in die Gesellschaft so integriert wird. Ich hatte vorher gar keinen Kontakt mit Menschen mit Einschränkungen. Und gerade dort einen Blick zu kriegen, ist definitiv eine Erfahrung wert, weil man von diesen Menschen auch ganz viel lernen kann. Diese Menschen geben sich ganz herzlich, sie zeigen ihre Emotionen offen und sind gar nicht so an gesellschaftliche Zwänge dran gebunden und geben sich einfach so, wie sie sind. Und ich denke, dass jeder von uns davon was lernen kann. Mir gefällt am meisten, Verantwortung zu haben und den Alltag für die Klienten so schön zu gestalten, wie es nur geht und zu wissen, dass wenn ich am Abend nach Hause gehe, dass ich einfach jemanden glücklich gemacht habe oder dass ich jemanden einen schönen Tag beschert habe. Wenn man ein FSJ bei der GPS machen möchte, sollte man Lust haben, mit Menschen zu arbeiten, kontaktfreudig sein und einfach nur offen sein, offen für die Arbeit.